für einen Pump. Wir tun nicht was für einen Pump. Ne? So, auch wieder ein bisschen Schleichwerbung, mein Nitroglycerin, wie immer, kennt er ja. Aber was, glaube ich, für euch ganz interessant ist, die, meine lieben Setburner habe ich auch schon mehrfach in meinen Vlogs gehabt. Die Animal Cuts sind wieder im Sortiment. Die waren lange ausverkauft, Leute, weil die einfach zu beliebt sind und auch wirklich was bringen. Genau, hier mit meinem Code Burner10 spart ihr 10%. Animal Cuts, wieder auf Lager, diversnutrition.com. Viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß beim Fettverbrennen. Unterstützt meinen kleinen Bruder, der hat noch einen harten Weg vor sich. Ich habe einen mega harten Weg hinter mir schon und auch noch einen ganz, ganz harten Weg vor mir. Ich bin 35, auch wenn man es mir nicht ansieht. Momo, das musst du normalerweise mir ein Kompliment machen. Also ich muss dir ehrlich sagen... Du hast es vercheckt. Ich habe mich gerade konzentriert. Aufs Rühren. Und ich habe was eigentlich schon im Kopf gehabt, was wir gleich machen werden oben. Was machen wir denn? Als Überraschung. Ach so. Ja, Bruder, dass du dich gut gehalten hast, wissen wir ja alle selber, ne? Danke. Aber wie machst du denn das? Mehr. Übrigens. Mehr Komplimente. Kurz. Hier, ihr könnt ruhig auch mal was Nettes sagen, ne? Okay. Ich hab bei Instagram eine Umfrage gemacht. Ja. Ne? Wollt ihr meine Trainingsvideos sehen, wie ich trainiere auf meinem Channel? Oder ich hab schon gehört. Oder wollt ihr, dass ich Bernhard ärgere? Weißt du, was die Resonanz war von meinem Ergebnis? Alter, schlucken kann der Typ unglaublich. Kein Anreiz, ey. Junge. Nur wir. Einmal eine Runde Klatsch von Bernhard. Gucken, wer Dönerwettessen gewinnt. Die Leute haben für 85% entschieden, die wollen dich, wie ich dich ärgere. Ja, die Leute, die sollen alle mal ihr Maul halten, weil die wollen alle nur sehen, wie du mich ärgerst. So, was, jetzt bin ich aber in der Zwickmühle. Ja. So, die wollen dich sehen. Ja. Aber ich muss auch ein bisschen Respekt haben, also an dieser Stelle, dieser Mann ist 35, auch keine 18. Er kämpft jetzt schon ein bisschen an, keine grauen Haare zu machen, zu kriegen. Aber komm schon. Ich kann ihn jetzt nicht noch mehr, das hat diese grauen Haare. Wuchs, ich bin gerade mitten in der Midlife-Crisis und wenn Momo mich jetzt noch disst und sich auf meine Kosten amüsiert und witzig macht, dann wachsen mir die grauen Haare und die Falten und das... Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, dass nochmal ein, zwei graue Härchen nochmal extra kommen. Das für meine Fans. Das weiß ich, dass du das machst. Das weiß ich. Da werde ich alles tun, Leute, weil euer Feedback ist für mich wichtig. Ob der Typ graue Haare kriegt, ist mir Latte. Ich freue mich, dass mein Prada wieder ein Video mit mir dreht. Wir haben lange nichts zusammen gedreht. Leider. Mit Momo sind es immer die besten Videos. Danke, und, Bruder, danke. Ist so. Kriege ich jetzt auch einen Kuss? Komm. Siehst du? Brother ist, love. Brother ist, from another mother. So, jetzt trink aus, Junge. Prost. Ja, hier, ich hab noch ein bisschen. Nee, danke, Bruder, danke. Nein, anstoßen. Nee, ach, danke, anstoßen. Danke einfach. Ja. Prost. So, jetzt haben wir mal... Wir haben hier zwei junge Männer sitzen, die uns hier beobachten, wie wir drehen. Ja. Wenn ihr uns so beim Drehen zuschaut, jetzt mal ganz ehrlich, was denkt ihr euch? Die sind ja total behindert, bloß nichts sagen, sonst schlagen die uns. Also Angst habe ich auf jeden Fall schon sehr. Brauchst du nicht, Dicker. Liegt es eher an meinem Oberarm oder an meiner Präsenz? Eher an der Tatsache, dass du Beine trainierst. Dass du Beine trainierst. Da sieht man. Also das sieht macht man. Mir wirklich Sorgen, wir sind hier im Fitnessstudio. Ja. Ohne Beine läuft gar nichts. Allerdings habe ich es nicht so einfach wie ihr, weil ich muss drei Beine trainieren. Deswegen finde ich das super, dass du darauf achtest. Das stimmt. Ja. Also ist das okay, was wir hier so machen? Nee, ist okay. So in der Öffentlichkeit rumzuschreien, das finde ich ganz normal. Gehört so. Den Leuten zu sagen, dass ihr mal ihr Maul halten. Ja, das ist immer gut. Ist okay. Also ist für euch ist das okay und ihr würdet sagen, Support an Bernie's World und... Ja, genau, an Bernhard Franz. Guckt er seine Videos immer? Ganz, ganz klar. Das hat sich aber gerade... Immer liken, immer abonnieren. Kommentieren, alles. Bloß nicht disliken. Bloß nicht, Dicker. Ich sehe das ja, wenn du das dislikest. Und ich weiß ja auch, wo ihr beiden trainiert. Das ist doch schon klar, ne? Guck, der wird schon ganz nervös. Das Knie fängt schon an zu zucken hier. Dicker, keine Angst, wie gesagt, ich tu dir nichts. Die Kamera ist noch an, solange die Kamera an ist, passiert euch nichts. Hier wird nicht getittert, wenn die Kamera aus ist. Kann ich an der Stelle Werbung für mich machen? Oder? Kannst du auch mal machen, auf jeden Fall. An der Stelle, also wir beide machen Musik mit unserer Crew. Mein Name ist Hardun und wenn ihr wollt, kennt ihr mich auf Instagram erdenshardun_y21. Ich bin Rapper mit meiner Crew und wir machen heftige Musik. Was sagst du dazu, Mo? Also an alle kleinen Hip-Hop-Bitches da draußen, checkt mal seine Liebes. So was wollt ihr hören, ne? So was wollt ihr? Ich kenne noch meine kleinen Jungs hier. Okay, Leute. Witzig, die Jungs und cool drauf. Checkt das nämlich auch mal ab. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Und auch, wie Momo schon sagt, alle Hip-Hop-Bitches unbedingt abchecken.
Spieß. So, hier haben wir nochmal einen Athleten, der ordentlich Gains macht. Andreas, ich glaube, wir haben es schon mal irgendwo in einem Video gesehen auf Instagram. Dicker, bitte, du hast ja übelst krasse Arme. Zeig doch mal bitte. Mach mal hoch, spann Bizeps. Guckt euch das mal an. Das T-Shirt, das reißt gleich, würde ich sagen. Warte. Alter. Ja. Ja, okay, rechts nochmal besser. Warte. Ja, Mann, auch im Kraftwerk gibt es Hammer Bodybuilder. Dicker, siehst gut aus. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Wir sehen uns. Und 2019, Mr. O. Ciao. Was ist da jetzt drin? Naturales Wasser. Naturales Wasser, was soll ich denn damit? Den Scheiß kannst du allein trinken. Hey, sag mal, bist du bekloppt? Das ist mein Wasser. Jetzt machst du auch so Gains oder was? Das ist russisches Wasser. Russisches Wasser? Oh, dann das exen wir doch gleich mal weg. Wollen wir mal gucken, wie gut russisches Wasser ist. Ich merke schon was. Ja, ne? Dann brauche ich nochmal ein Glas. Erste Übung an der SZ. Momo, deine Arme sind aber ehrlich ein bisschen dicker geworden. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Bild ja nichts drauf ein. Schön. Da ist der Bernhard. Erster Satz, Warm-up. Wenn der Typ sich aufwärmt, sieht es aus wie bei anderen auf Maximalpump. Kannst du lächeln auch? Das ist der beste Fall, Leute. Ich meine das ernst. Nitroglycerin, der beste Pump-Booster überhaupt. Aller Zeiten! Gut, komm. Sehr schön. Sauber. Komm. Komm, einmal posen. Nochmal Pose. Jawohl, Junge, Junge. Knüppelhart. Bruder, warte mal, weißt du noch, als wir das Outdoor-Training hatten draußen? Ja. Da war doch so ein Schwuchtel, der meinte, da dünne Beine. Zeig mal deine Beine, Bruder. Zeig mal deine Beine. Zeig die mal. Ja, nur mal für diesen Homo da draußen. Sehr schön, Bruder. Stabil. Ja, obwohl, das linke ist gut. Aber genau. Nur mal für die kleine Tunte, das linke Bein. Für die Schwuchtel, die kommentiert hat, dass ich keine Beine habe. Ja. Wir sind jetzt auch schon mit dem Armtraining durch, wir machen jetzt noch ein bisschen Bauch und dann geht's das Essen. Da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf. Du willst mit Momoli ein Dönerrennen machen, habe ich recht. Gucken, ja. Du gibst wollen wir mal was wetten? Wie du willst, sag es an. Hast du einen Wunsch? Mach jetzt! Auf drei. Eins, zwei, drei.
relativ trocken. Richtig. Wir hätten mehr trinken sollen. Mein Kiefer tut weh. Ohne Scheiß, ne? Ich hab grad richtig Kieferschmerzen. Kaut, ne? Ja. Hab gekaut wie ein Pferd, Junge. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zum, Ich kann nicht mehr. Alles auf meine Schuhe. Also Leute, ich weiß genau, alle Frauen da draußen, mit denen würde ich niemals was essen gehen. Scheiße, ey. Auf deine Schuhe? Ja, meine Schuhe. So ist nicht schlimm. Ist nichts passiert. Nur ein bisschen hier und auf meinem Schuh. Ja Leute, das war Assi-Döner-Essen, Wettdöner-Essen mit Momo. Momo hat verloren. Er hat immer noch Sachen da auf dem Tisch. Zeig mal deine Hand. Ja. Und mir geht's auch schlecht. Geht's nicht so gut, ne? Mir geht's auch schlecht, sagt er. Ich muss nur ein, zwei Mal rülpsen, dann geht das schon wieder. Ja, also, wir haben uns eingesaut, wir haben uns zum Affen gemacht. Wir haben gefressen wie die Schweine. Alles nur für euch. Und das nur, weil du gesagt hast, es war knapp. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch mal einen Döner und genieße den so ganz entspannt. Also ich muss dir ehrlich sagen, ne? Ja. Ich habe auch keinen großartigen Hunger gehabt. Ja. Ich habe vorher gesagt, ich habe nicht so den großen Hunger. Wir machen mal was ganz anderes das nächste Mal. Was denn? Wir machen das so nicht, wer schneller, sondern wer mehr essen kann. Ja, das ist das Ding. Ich glaube, so, ich esse auch viel. Wir können ja jetzt noch einen Döner essen, schon wer schneller essen kann. Noch einen. Ist ja bist nicht. Du sicher? Bist du sicher? Bist du denn so sicher? Willst du wirklich noch einen holen oder wollen wir uns einen Nachtisch holen? Ja, wollen wir jetzt Eis essen gehen? Ja, ne? Ich bin nicht dein Mann. Wer mehr Eis essen kann. Wer mehr lutschen kann. Pfui, du Ekliger. Ey, guck mal, wie ich aussehe. Ich muss mich erstmal sauber machen. Guck dir mal das mal an hier. Ich muss erstmal duschen gehen. Ich weiß, da draußen, ihr werdet nie mit uns Döner essen gehen. Doch, Momo, mit Momo Döner essen ist das Beste, was es gibt. So Leute, Momo gibt es erstmal frisch machen. Ich glaube auch so ein bisschen mal meine Sachen ein bisschen sauber machen. Und dann gehen wir, glaube ich, ein Eis essen. Wir haben uns jetzt doch entschieden, kein Eiswettessen mehr zu machen. Ich hätte schon noch Bock, aber Momo geht's nicht so gut. Ich habe eigentlich nur am Wochenende meine Cheat Days. Deswegen darf ich es nicht übertreiben. Das sind jetzt die Ausreden. Ich würde jetzt noch 10 McFlurries essen, aber Momo fühlt sich nicht so gut. Er muss ja auf seine Linie achten. Und er hat ja Wettkampf in einem Jahr, von daher kann er jetzt kann er heute kein Döner, kein Dings mehr essen. Also ein Eis geht, da muss er nicht gleich. Wir essen jetzt entspannt noch ein Eis, auf jeden Fall muss kein Wettessen sein. Du weißt, ich bin ein Genießer, ich habe gerade den Döner wie eine Würgeschlange runtergeschlungen. Du hättest eh verloren, auch mit Eisessen jetzt. Bernhard, also Respekt, ne? Also wirklich, du kannst schlucken, ist unglaublich. Also an dieser Stelle musst du dir echt die besten Props ever geben. Ach, halt's Maul. Und Anton hast du geschlagen, mich hast du geschlagen. Döner ist so ein trockener Scheiß, so. Ich kann... Unglaublicher Typ, der Typ kann essen, unglaublich. Ein Döner, das war noch nicht mal ein großer... Aber ich möchte mit dir machen... Das war noch nicht mal ein großer Döner. So Schnelligkeit ist ja schön und gut. Ja. Aber wir machen, wer mehr essen kann, mehr. Können wir auch machen. 30, 40 Cheeseburger. Können wir auch machen. Bis du richtig kotzt. Ein nach dem anderen, ein nach dem anderen, ein nach dem anderen. Und der Verlierer muss sich eine Glatze rasieren. Machen wir, können wir gerne machen. Ich weiß, das ist schon, wie ich mich auf sowas vorbereite, weil er weiß nicht, wie sowas funktioniert. Erzähl mal. Erzähl ich nicht. Gib mal ein paar Tipps. Erzähl ich euch im Video am Anfang, wie ich mich dann vorbereitet habe. Aber nicht an dem Tag, wie er das macht. Ich sag jetzt erstmal nichts dazu. Momo hat sich jetzt doch entschieden, dass wir immer noch ein kleines Eiswettessen machen. Hier gibt es hier diese, wie heißen die? Mac Sunday oder was ist das? Diese kleinen, nicht McFlurry, sondern diese kleinen Eis, ne? Hast du gerade draußen gesagt, wie sehr ich McDonald's hasse? Ja, das habe ich gesagt. Hast du das gerade tatsächlich gesagt und stehst jetzt hier an der Schlange? Ja, sag das nicht zu laut, sonst... Aber was holt man sich denn hier bei McDonald's, wenn man McDonald's hasst? Nice. Wir auch. Das ist günstig und... Ja. Genau, wir gucken mal, wir haben gerade ein Döner-Wettessen gemacht. Mhm. Und gucken jetzt, wer noch die meisten... Was sind das, McSunday heißen die? Ja, McSunday. Die von Euro, meinst du, ne? Genau, darf man sich da auch gleich 5 auf einmal bestellen, oder? Genau. Ja? Kannst du auch 10 auf einmal bestellen. Aber dann schmelzen die. Wir nehmen erstmal jeder 3, würde ich sagen. Ja, ja. Ich schaffe locker jeder 10. Ich hoffe es. Er hat gerade geschwächelt, schon sagt, ich habe heute nicht so Hunger. Kennst doch Momo, die Pussy.
Parken kann er auch nicht. Parken kann er nicht, ne? Parken kann er nicht. Siehste? Das hat man ja gesehen. Er denkt, er fährt ein dickes Auto und parkt dann auf zwei Parkplätze. Was sagst du denn dazu? Einfach mal nichts sagen, besser ist es. So, und jetzt hole ich noch Momo Schatzi. Benutzt bei Instagram immer diese Beauty-App, wo es von oben wie so ein Schleier regnet. Also für ihn gibt's die benutzt er immer. Ein Eis. So Leute, mit Eis essen ist leider nichts geworden. Momo hat gesagt, er kann nur drei Eis essen und für drei Eis brauche ich kein Eisfettessen machen. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle für meinen Freund entschuldigen, der immer nur labert. Ein Schwätzer nennt man sowas bei uns. Und da war noch sehr, sehr viel Videomaterial, was ich leider löschen musste wegen Momo, weil er einfach ein bisschen komisch im Kopf ist. Es tut mir sehr, sehr leid. Und ich glaube, ich werde in Zukunft auch nichts mehr mit Momo drehen können, weil er nutzt mich nur knallhart aus, um an meine Frauen ranzukommen, also an meine Abonnenten, diese weibliche, und über Instagram auch schon das ganze letzte Jahr hat er alle angeschrieben und versucht, alle klar zu machen. Niemals. Und das kann ich so nicht dulden. Niemals. Also ich muss euch Frauen da mal ein bisschen in Schutz nehmen vor Momo. Ich meine, ihr wisst es, ihr kennt ihn. Ihr könnt es ruhig mal kommentieren. Hat er euch schon mal angeschrieben? Hat er euch schon mal angemacht? Hat er euch schon mal beleidigt? Ich denke, da werden bestimmt an die 30 bis 50 Frauen kommentieren. Und er lacht jetzt, aber es ist leider wahr.